Hallihallo, ich möchte mit euch LS15 spielen und Dark Map Kern starten. Dafür habe ich was vorbereitet, ein bisschen was einkauft und sind jetzt ein bisschen verschuldet. Wir müssen schauen, dass wir da wieder rauskommen. Zuerst möchte ich die Sachen zeigen, die was ich gekauft habe. Eine Ölraffinerie gekauft, dass wir unseren eigenen Diesel machen können. Sieht schon. Die Raffinerie. Betrieben, produziert Treibstoff und Diesel. Kann man hier tanken, kann man auch zustellen lassen oder auch ja, ein Pass dafür kaufen. Dann habe ich mir noch gemacht ein Saatgutproduktion. Ich habe es nicht gemacht, aber es gibt ja so super Programme, wo man das downloaden kann. Sehen, was alles gemacht werden kann. Dünger mit Korn befüllt, mit Mist befüllen und dann Dünger raus aus Dünger und Gülle mit dann Sand. Ein bisschen Brennmaterial dazu, Wasser entsteht auch. Ja, und wie gesagt, jetzt haben wir ein bisschen verschuldet. Man sieht es, da müssen wir jetzt schnell raus. Am Anfang hat man zwei Felder, eins habe ich mit dem Kuh gekauft. Da haben wir Murztrumpf hier, Kartoffeln zum Ernten, um wieder auf die Schulden zu kommen. Auf dieser Map ist auch verbaut eine Hühnerzucht und Schweinezucht. Das werden wir dann später mal probieren, wie das funktioniert alles. Kühe haben wir auch schon. Da werden wir ein bisschen probiert und getestet. Funktioniert wunderbar alles. Natürlich war ich schon drauf und dran. Fest. Kartoffeln zum Ernten. Aber der Preis ist momentan zum Keller und wir haben ja nichts zu verschenken, deswegen. Habe ich noch nicht verkauft. Achso, wie man sieht am Tag, der hat auch ein bisschen was gekostet, also. Haben wir viel zu tun. Die habe ich mir geliehen, weil mir das einfach zu teuer war jetzt im Moment. Man sieht auch, dass ich mir schon ein paar Skripte gekauft habe oder zumindest runtergeladen habe. So, ich werde dabei weiter ernten und werde dann weiter aufnehmen und mal schauen, wie es weitergeht. Ich wünsche euch dabei noch viel Spaß und tschüss, bis später.